Hallo Freunde und willkommen zu Jurassic Park. Heute geht es hier um so ein Gitter. Wer einige sich wahrscheinlich noch an die glühende Metallkugel oder an das glühende Metallmesser erinnern können, habe ich mir für heute ein paar kleine Experimente mit einem glühenden Metallgitter überlegt. Um warm zu werden, fangen wir mit etwas Leichten an. Das hier ist einfach blaue Gelatine. Jedenfalls der Gelatine, ein bisschen Gelee drin und ja, das werden wir versuchen heute durchzuglühen. Und dann machen wir uns an härtere Sachen ran. Das Metallgitter werde ich versuchen mit meinen zwei Gasbrennern zu erhitzen und zum Glühen zu bringen. Ich würde mal sagen, los geht's. Also es ist ziemlich schnell abgekühlt, das Gitter, weil es wahrscheinlich so dünn ist. Also, wir machen mal noch einen Versuch. Aber schaut mal, wie das jetzt momentan aussieht. Sieht schon ziemlich cool aus, oder? Versuch Nummer 2. Und das war's auch schon. Ich bin da ungefähr jetzt 2 cm so reingekommen, aber die Gelatine kühlt die recht schmalen Gitter ziemlich schnell ab. Und ich würde mal sagen, wir werden das gleich mit anderen Sachen testen, die nicht so viel Flüssigkeit beinhalten. Also jetzt wird es Zeit für dieses Teil hier, das ist aus dem Spiel Plants vs. Zombies. Ich vermute, die meisten kennen das und draufdrücken. Bam, Volltreffer. Jedenfalls, den werden wir versuchen jetzt mit glühendem Metallgitter. Da ist Plastik auf jeden Fall, so etwas sollte man, wenn man das überhaupt macht, dann nur mit Maske. Ja, ich würde mal sagen, wir starten auch direkt. Hier kann er noch ein bisschen was fressen. So, und nochmal das Ganze erhitzen. Let's go! Boah, wie viel Rauch da aufsteigt! Also, meiner Meinung nach kühlt das Metallgitter ziemlich schnell ab, wahrscheinlich weil es so schmal ist. Und hier sehen wir unsere Pflanze. Wie man sehen kann, die hat auf jeden Fall sehr viel Schaden abbekommen. Aber ich habe schon gehofft, dass das glühende Metallgitter etwas tiefer durchdringen wird. Jedenfalls, es kühlt ziemlich schnell ab. Da wir bei diesem Teil nicht so tief vorgedrungen sind, ich dachte, ich probiere mal etwas Weicheres, und zwar Styropor. Wir haben hier so welchen Styropor und ebenfalls habe ich noch so einen Riesenkopf. Da könnte man auch eventuell vielleicht mal in einem nächsten Video erst einmal testen, wie einmal ob und wie tief wir durch so eine Styropor kleine Tonne durchkommen werden. Ganz genau, Freunde, die Gasbrenner kommen jetzt wieder zum Einsatz. So, der zweite noch, und zünden wir mal an. Let's go! Jetzt durch das Styropor geht das leicht, aber oben war es ein bisschen schwierig noch. So, also hier sind wir durchgekommen, jedenfalls durch Styropor macht das schon etwas mehr Spaß. So, jedenfalls hier sehen wir das Ergebnis. Jedenfalls durch das rote Styropor ging das ziemlich schnell und einfach durch, aber durch die grauen Platten, ich weiß nicht, was das für ein Stoff ist, jedenfalls da bräuchte es ein klein wenig länger. Aber wir sind damit durchgekommen und jedenfalls mit Styropor würde so etwas noch mehr Spaß machen, Leute. Hier das graue Zeug meine ich, da ging das nicht so gut durch. Jedenfalls hier die Platte, ich habe keine Ahnung, was das für ein Stoff ist. Fühlt sich an wie irgend so ein, auch, ja, etwas weiches, auch irgend so ein Schaumstoff, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Freunde, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr noch so ein Video sehen wollt und was wir mit diesen glühenden Metallgitter noch durchschmelzen können. Ab eure Vorschläge in die Kommentare, Leute. Und hier blende ich euch noch einmal ein, an wen den Fortnite Play Button geht und an wen der Fortnite Omega geht. Danke fürs Zuschauen, bis die Tage, ciao.